Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 9.3. Der heißt Straßenrückbau stoppen. Und hier haben wir zunächst einen interfraktionellen Einreicher. Da ist die Frage, wer möchte uns den Antrag vorstellen. Und dann habe ich noch einen Ergänzungsantrag der CDU vorliegen. Auch der könnte eingebracht werden. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und die beginnt mit der FDP. Gut. Herr Böhm, bitteschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich möchte zunächst kurz den Antrag von uns einbringen. Wir möchten, dass bei den Planungen für den Zellischen Weg im Bereich der Slup bis zur CDF-Straße die Vierspurigkeit zukünftig erhalten bleibt. Wir möchten, dass also die frühere Vorzugsvariante der Verwaltung, die als Anlage 4 aufgeführt ist, weitergeplant wird und Abstand genommen wird von der jetzigen Planung mit den überbreiten Fahrspuren. Das Ganze möchten wir etwas qualifizieren mit dem Ergänzungsantrag vom 23.05.2019, wo es darum geht, dass doch gewisse Einwendungen, die vorgetragen wurden, hinsichtlich der Radwege und Fußwege, dass denen abgeholfen wird. Okay, verfahrensleitend. Die Beschlussempfehlung des Bauausschusses ist leider ablehnend. Wer also möchte, dass der Zellische Weg zukünftig weiter vierspurig bleibt, muss zuerst die Beschlussempfehlung ablehnen und dann unserem gemeinsamen Antrag mit der FDP zustimmen und natürlich einschließlich des Ergänzungsantrags vom 23.05. Warum erachten wir es als wichtig, dass über diesen Antrag heute entschieden wird? Gegen unsere Stimmen wurde im Juni 2016 der Beschluss für eine zweispurige Planung mit je einer überbreiten Fahrspur gefasst. Wir waren bereits damals fachlich einer anderen Meinung. Die Verwaltung plant seitdem intensiv an der zweispurigen Verkehrsführung. Wenn eine Mehrheit im Stadtrat eine andere Planung möchte, dann muss schnell entschieden werden und die Planung in eine andere, aus unserer Sicht richtige Richtung geleitet werden. Vielleicht ganz kurz zur Genese der Situation am Zellischen Weg. Der Zellische Weg ist Bestandteil eines vierspurigen Straßenzuges vom Elbepark bis nach Prolis, welcher hoffentlich bald mit dem letzten Teilstück in Kotta durchgängig ist. Es handelt sich somit um eine der leistungsfähigsten und wichtigsten Trassentangenten im Stadtgebiet, deren Leistungsfähigkeit, zukünftige Leistungsfähigkeit uns wichtig sein sollte. Mit dem Stadtbahnprojekt 2020 soll mit einer Straßenbahnverbindung das immense Fahrgastaufkommen in diesem Bereich aufgenommen werden und die in den Spitzenzeiten überlasteten Busse im Wesentlichen ersetzt werden. Diesem Ansinnen ist ohne Wenn und Aber zuzustimmen. Für den Bereich der Nürnberger Straße bis CDF-Straße hatte die Verwaltung zunächst eine Vorzugsvariante vorgeschlagen, welche Straßenbahnführung und weiterhin vier Fahrspuren ermöglicht. Aufgrund von Eingriffen in Bäume und Wall im Slup-Bereich und als zu gering dimensioniert empfundenen Radwegen wurde diese Variante von verschiedenen Seiten kritisiert. Im Ergebnis gab es dann den Beschluss zu einer zweistreifigen Verkehrsführung. Auch wir haben uns im Zuge der Befassung unseres Antrages in der letzten Stadtratsperiode dieser Kritik gestellt, mit unserem Änderungsantrag vom Mai diesen letzten Jahres diese Punkte aufgegriffen und die Vorzugsvariante der Verwaltung entsprechend qualifiziert. Wir sind der festen Meinung, dass sich mit geringen Planungsänderungen neben der Straßenbahntrasse vier Fahrstreifen mit 3,25 Meter Breite, Radfahrstreifen mit 4 Meter und mit 2 Meter Breite sowie ausreichend breite Gehbahnen anordnen lassen, ohne dass in den Wall vor das Slup mit den Bäumen eingegriffen werden muss. Wir haben dazu auch Umsetzungsvorschläge unterbreitet. Den Rest würde ich dann in der Fraktionsrunde bringen. Ach so, vielleicht zum Schluss noch eins. In der fachlichen Diskussion wurde klar, dass der Antrag der damaligen Bürgerfraktion so nicht umsetzbar ist. Wir stellen diesen Antrag daher deshalb nicht zur Abstimmung. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. FDP beginnt, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind der Miteinreicher des Antrages. Deswegen möchte ich das, was mein Kollege der Veit Böhm von der CDU gesagt hat, noch ein bisschen ergänzen. Das, was wir
am Zeichen Weg erleben in den letzten Monaten und Jahren, ist Teil der offensichtlichen Straßenrückbauinitiative des grünen Baubürgermeisters. Häppchenweise an ganz vielen Stellen wird überall nahezu unbemerkt eine Fahrspur weggenommen. Und das passiert ja nicht zufällig, sondern das ist ganz offensichtlich Programm der rot-rot-grünen Mehrheit gewesen, nichts anderes. Und es geht darum, zu Lasten der beiden übrigens am meist genutzten Verkehrsträger, die wir in der Stadt haben, das ist nun mal der motorisierte Individualverkehr mit großem Abstand. Die meisten Dresdner nutzen genau diese Verkehrsmittel und das ist der ÖPNV. Und das, was wir hier erleben, ist eine völlig falsche Verkehrspolitik in dieser Stadt. Eine völlig falsche Verkehrspolitik, die an den Bedürfnissen der allermeisten Menschen in dieser Stadt vorbeigeht, die ideologisch begründet ist, ganz klar, aber mit den Realitäten nichts zu tun hat. Wir haben erst vor einem Monat, glaube ich, wieder gesehen, Sie können sich gerne wünschen, dass man weniger Auto fährt. Die Realität sieht anders aus. In dieser Stadt wird mehr Auto gefahren, die Zulassungszahlen nehmen zu. Und das hat auch gute Gründe, alleine wenn ich daran denke, welche doch überragende Funktion unsere Stadt als Einpendler- und Auspendlerstadt inzwischen hat und dass es eben auch ältere Menschen gibt, die froh sind, wenn sie noch individuell mit dem Auto unterwegs sein können, meine Damen und Herren. Ich halte die Verkehrspolitik für grundsätzlich falsch, weil wir brauchen, wenn wir vernünftige Verkehrspolitik machen, ein paar Hauptstraßen, die den Hauptverkehr aufnehmen können und dafür beruhigte Wohngebiete, in dem man beispielsweise hervorragend auch Radwegenetze anlegen könnte. Diese Radwegepolitik der 70er Jahre, die hier betrieben wird, indem man einfach nur Autospuren wegnimmt, alles direkt an die Hauptstraßen ranlegt, ist falsch. Das ist von gestern. Das sind niemals die attraktivsten Stellen. Das ist gefährlich. Das ist schlechte Luft. Ich würde darüber nachdenken, wie wir beispielsweise in der Dresdner Neustadt, anstatt hier über Autofreiheit nachzudenken, dort tatsächlich über Radverkehrsstraßen nachdenken, dort den Radverkehr auch privilegieren. Das heißt noch lange nicht, dass man die Autos rausnehmen muss, aber die Hauptverkehrsstraßen lassen, meine Damen und Herren. Wir haben dieselbe Situation schon an der Albertstraße diskutiert. Ich kündige auch an, dass wir das nicht uns gefallen lassen, sondern das noch einmal zur Abstimmung stellen werden. So wie Sie es gemacht haben, das kann ich auch, Herr Dr. Deppe. Wir haben den Fehler schon an der Winterbergstraße gesehen. Ohne Sinn und Verstand ist dort die Spur weg. Und ich weiß, was an der Loschwitz und an der Blasewitzer Straße gedacht ist. Sie lachen alle. Am Ende stehen übrigens alle Straßenbahnnutzer. Und wir sind gerade dabei, uns neue Straßenbahn anzuschaffen mit den Autos auf einer Spur. Die Bahn steht im Stau, das Auto steht im Stau. Was für ein Schwachsinn, was wir diesem grünen Baubürgermeister zu verdanken haben, meine Damen und Herren. Ich habe wohl begriffen, dass Ihnen das Schicksal der Lastenrad-Fahrradfahrer wichtiger ist als das der ÖPNV-Nutzer und das der Autofahrer. Das habe ich wohl begriffen. Und ich weiß auch, dass es Ihre Leidenschaft ist, lieber Baubürgermeister, dass es ja auch möglich sein muss, dass man mit einem Lastenrad das andere Lastenrad überholen muss. Lieber Herr Schmidt, Lamontagne, ich schätze Sie wirklich, also Sie sind ein sympathischer Mann, aber das ist nicht das, was diese Stadt braucht. Lassen Sie uns ein paar Hauptverkehrsstraßen so einrichten, dass Sie den Verkehr aufnehmen. Beruhigen wir das Nebenstraßennetz, das wäre viel, viel vernünftiger als das, was Sie hier machen. Ich bitte Sie, uns im Antrag zuzustimmen. Als nächstes Freie Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdner, grundsätzliche Frage wäre, wer von den hier anwesenden Stadträten ist denn Stadtplaner, studiert vielleicht sogar mit Abschluss? Na, gibt es jetzt gerade keinen? Ich wollte nur mal die Frage stellen. Meine Damen und Herren, 2010 bestätigte der Stadtrat eine Prioritätenliste für Neubauvorhaben des ÖPNV, unter anderem Straßenbahnverbindung Löbtau-Südvorstadt-Strehlen. In diesem großen Bereich gibt es ein Teilprojekt, Nürnberger Straße, Zellischer Weg, Kaspar-David-Friedrich-Straße. Dazu gibt es Plan. Resultat dieser Planungen der
Stadtplaner war die Vorlage V0648-15. Diese Vorlage stammt vom 6. Oktober 2015. In dieser gibt es diverse verkehrliche Rahmenbedingungen, die Sie alle kennen, die ich nicht mal wiederholen brauche. Aber was wichtig ist, an der Ausführung dieser Vorlage vom Oktober 2015 hat sich im Grunde genommen seit heute nichts wesentlich geändert. Die Verwaltung hat damals eine Vorlage gemacht, die die Straßenbahn ein optimales Gleisbett liefert. Eine Vorlage gemacht, in der die Radfahrer wesentlich bessere Wege erhalten, als sie es jetzt haben. Eine Vorlage gemacht, in der die Kfz die Zweispurigkeit je Fahrtrichtungsbahn behalten. Zweimal ein Plus, einmal ein Null. Und in der die Fußgänger einen prima neuen Gehweg erhalten. Auch für die wird sich die Situation verbessern. Alle Kriterien, die für die Erstellung der Vorlage eine Rolle gespielt haben, wurden erfüllt. Verkehr, Städtebau, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit. Und an der Umsetzung dieser Vorlage, seit dieser Vorlage sind jetzt knapp 5,5 Jahre vergangen, ohne dass sich groß etwas getan hat, weil es einige gegeben hat, die die Arbeit der Stadtplaner, des Stadtplanungsamtes sozusagen, etwas blockiert haben. Wir wollen diese Politik nicht weiter blockieren. Wir wollen, dass dort relativ schnell gebaut wird. Wir wollen, dass es für alle läuft, für alle Verkehrsteilnehmer, sowohl die Fußgänger als auch die Radfahrer, als auch für den ÖPNV, damit wir zügig einen Ausbau dieser ÖPNV-Strecke bekommen. Da müssen wir jetzt bei dieser Vorlage noch abwägen, was wiegt jetzt wichtiger, der Klimaschutz oder das Bauvorhaben. Nun haben wir dort ein Bauvorhaben, in dem der ÖPNV besser gestellt wird. Ich glaube deswegen, weil der ÖPNV besser gestellt wird, könnten wir vielleicht den Klimaschutz sozusagen von der Priorität her so hoch setzen, dass wir sagen, obwohl es Eingriffe gibt, obwohl LKWs fahren müssen und das Beton vielleicht auch zu geringen Neuversiegelungen kommen wird, ist es trotzdem der Fall, dass das, was uns der ÖPNV an Plus liefert, das Negative, was vielleicht durch eine Baustelle sozusagen dann mitkommt, aufgehoben wird. Vielen Dank. Für alle, die es nicht verstanden haben, wir werden dem zustimmen. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Also zu diesem Thema ist wirklich alles von allen vielmals gesagt worden. Und wir sind jetzt froh, dass dieses Trauerspiel heute dann hoffentlich ein Ende findet. Das, was Sie von der rechten Seite jetzt gefordert haben, genau das passiert mit dem Beschluss, den wir im Jahre 2016 als Rot-Grün-Rot getroffen haben. Der Autoverkehr kann fließen. Wir kriegen dort Radwege. Wir haben das weit, breit und breit auch erörtert, dass die Radwege noch breiter werden müssen, insbesondere auf der Seite der Slup. Und der Baubürgermeister hat uns auch mehrfach, vielfachst, ausführlichst in mehreren Bauausschusssitzungen dargestellt, welche Überlegungen und Möglichkeiten es da noch gibt. Es fällt mir eigentlich wirklich schwer, immer diese Unwahrheiten, die da mit großer Werf von Herrn Sastrow vorgetragen werden, einfach wieder zu widerlegen. Ich habe es an dieser Stelle schon ganz oft getan, deswegen versuche ich das jetzt wirklich ganz knapp und ganz staccatoartig zu machen. Herr Zastrow, jeder Verkehrsplaner, und da muss man nicht studierter Verkehrsplaner sein, sondern sich eine Weile mit der Materie beschäftigt haben, weiß, dass die Durchlassfähigkeit einer Straße nicht an ihrer Breite liegt, sondern an der Durchlassfähigkeit ihrer Knotenpunkte, vulgo Kreuzungen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Planung des Zellischen Weges, die wir hier beschlossen haben 2016, bei den Kreuzungen eine Vierspurvariante vorsieht. Vielleicht haben Sie das gar nicht realisiert, ich sage es noch einmal, die Kreuzungen in unserer Variante sind vierspurig. Und weil dann immer wieder gesagt wird, die Verwaltung hätte ja ursprünglich eine Vierspurvariante vorgelegt. Ja, haben Sie oft vorgetragen. Wir haben auch oft vorgetragen, Sie haben leider die Vorlage nicht ganz gelesen, ist ja auch schwierig, sind ungefähr 51 Seiten
Und es ist auch nicht jedem gegeben, dort diese fachlichen Kriterien und diese ganzen Stemmer und diese ganzen Darstellungen dann auch wirklich zu verstehen. Ist auch nicht leicht. Aber es steht in der Vorlage ausdrücklich drin, und ist auch nachgewiesen, dass auch eine überbreite Spur von 5,50 Meter je Fahrtrichtung vollkommen ausreicht. Vollkommen ausreicht. Ich sage es nochmal für Sie. Die jetzige Planung reicht nachgewiesenermaßen für den abzuwickelnden Autoverkehr vollkommen aus. Was würde passieren, wenn wir jetzt diesem schädlichen Antrag zustimmen würden als Stadtrat? Es würde Folgendes passieren. Wir müssten die Planung nochmal neu machen. Planungsverzug 2 bis 3 Jahre. Der Baugemeister hat es ausführlichst dargestellt. Auf der Nordseite müssten wir in privates Eigentum eingreifen. Das ist also dort die Seite, wo dieser Drehpunkt ist, also wo es dann runtergeht, wo auch ein Teil der Slup ist. Ja, können wir machen. Kostet einen Haufen Geld, kostet einen Haufen Zeit und wir kommen keinen Schritt weiter. Was Sie hier machen, ist schlicht und ergreifend, das wichtige Stadtbahnprojekt aufzuhalten. Herr Böhm hat gesagt, wir stehen da dazu, da hätten Sie diesen Antrag nicht einbringen dürfen. Leider, aus vielerlei Gründen, die irgendwie auch an der Landeshauptstadt liegen, die auch an anderen Themen liegen, kommen wir dort nicht voran mit der Stadtbahn. Wir liegen um Jahre hinweg, Jahre zurück. Die Stadtbahn heißt Stadtbahn 2020. Wir haben jetzt 2020. Das haben wir 2010 beschlossen. Wenn wir jetzt wirklich uns beeilen, kriegen wir das Ding vielleicht 2026, 2027 funktionsfähig. Wenn wir jetzt das beschließen, dann wird es nicht vor 2030. Und dann sage ich Ihnen mal, das können wir uns nicht leisten. Das kann sich die Universität nicht leisten. Sie wissen es, die gesamte Universität, die Studierendenschaft, die Universitätsleitung, die SLUB haben sich dezidiert und massiv und öffentlichkeitswirksam gegen ihren Antrag ausgesprochen. Und wer diese Veranstaltung im April dort an der Uni mitbekommen hat, mit 500 Leuten im Saal, der weiß, wie die Universität tickt. Sie stehen allein, völlig allein auf weiter Flur und Sie haben keine Argumente. Ich kann Ihren Antrag wirklich nicht nachvollziehen. Die Universität plant ihr Universitätsjubiläum und sie möchte natürlich dort auch ein bisschen eine bessere Situation bei dieser Straße, die mitten durch den Campus geht. Bitte verbauen Sie der Universität nicht diesen Weg, sondern lassen Sie uns endlich diesen Beschluss so erhalten, wie wir ihn 2016 gemacht haben. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Antrag der CDU-Fraktion abzulehnen. Ich möchte zum Schluss wirklich noch mal bitten, dass der Herr Baubürgermeister zu der Frage Planungsverzug und zu der Frage, was das auch im weiteren Planungsverlauf bedeuten würde, noch mal hier Stellung nimmt. Vielen Dank. Als nächster AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ja, Herr Lichti, es handelt sich hier zwar nicht um eine Anliegerstraße der Universität, sondern um eine der Hauptstraßen der Stadt, weshalb eigentlich, sage ich mal, irgendwelche Meinungsbekundungen einzelner Mitarbeiter der Universität hier eigentlich relativ irrelevant sind, sondern das Gemeinwohl einfach mal Vorrang hat. Vor diesem Hintergrund will ich vielleicht mal auf Ihre Theorie mit den Knoten eingehen. Ja, es ist richtig, meistens wird der Verkehr durch die Knoten also beschränkt. Letztendlich ist allerdings das Problem, in dem Moment, wo man eine durchgängig zweispurige Straße, die voll befahren ist, zu einer einspurig macht, ist die Leistungsfähigkeit der Knoten irrelevant, wenn man plötzlich anfangen muss, irgendwelche Einfädelungsregeln dort zu realisieren. Von Herrn Zastrow wurde bereits vieles Richtiges gesagt, dass wir hier und heute über diesen Antrag sprechen müssen, der letztendlich nur die Rückkehr zur Selbstverständlichkeit fordert, erinnert uns daran, welches Unwesen Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren mit seiner Ratsmehrheit hier getrieben hat. Auch die CDU formuliert in ihrer Begründung ziemlich überraschend deutlich, was die Motivation dieses einspurigen Umbaus des Zeltischen Weges war, nämlich die ideologisch begründeten Feldzug gegen alles, was 4 oder mehr Räder hat. Dieser Motivation folgend wurde alles ignoriert, was für eine sachlich fundierte, die Belange aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigende Entscheidungsfindung von Bedeutung war und ist. Selbst in der durchschnittlichen, der Verkehrsmengenkarte entsprechenden Belastungsfall von knapp 12.000 Fahrzeugen pro Tag ist die Auslegung des Zeltischen Wegs bereits als grenzwertig zu betrachten, wenn dies einspurig ist. Berücksichtigt man hierbei noch die ein oder andere tagesweise auftretende statistische Schwankung, bauen wir uns hier, ohne dass dafür die Notwendigkeit besteht, ein Nadelöhr in das städtische Hauptverkehrsnetz und führt dann den Schleichverkehr auf den umliegenden Straßen.
Es ist noch gar nicht allzu lange her, als ich gemeinsam mit Vertretern des linken Lagers am runden Tisch für die zukünftige Verkehrsentwicklungsplanung saß und man dort gemeinsam festgestellt hat, dass innerstädtische Verkehrsflächen begrenzt sind und diese dann möglichst effizient genutzt werden sollten. Jetzt möge mir doch bitte mal jemand erklären, wie man bei einer maximal zulässigen Fahrzeugbreite von 2,50 Meter eine doppelt so breite einspurige Straße effizient sein soll. Die Hälfte der somit asphaltierten und versiegelten Fläche bleibt theoretisch ungenutzt, während sämtliche sich an diesem Teilstück des Tellischen Wegs anschließenden Straßen vierspurig ausgestaltet sind. Der hier von Rot-Rot-Grün geforderte Straßenquerschnitt einer einspurigen 5,50 Meter breiten Trasse ist zudem in keinem einzigen Regelwerk bzw. in keiner einzigen Richtlinie für den Straßenbau überhaupt enthalten. Nur weil man auf der Winterbergstraße mit möglichst geringem Aufwand einen Radweg schaffen wollte, muss man diese dort angewandte Notlösung nicht im gesamten Stadtgebiet verstetigen. Im Gegenteil, auf eben dieser Winterbergstraße kann man schon heute sehen, welche Probleme man sich mit einer überbreiten einspurigen Lösung schafft. Nicht selten sehen sich vereinzelte Autofahrer durch den Streckenquerschnitt dazu eingeladen, eine zweite Spur zu eröffnen, wodurch es dann zu gefährlichen Situationen für andere Autofahrer und auch Radfahrer kommen kann. Deshalb sollten wir derart unklare Verkehrssituationen bei einem Neubau unbedingt vermeiden. Berücksichtigt man jetzt auch noch, dass es sich hier nicht nur um eine einfache Hauptstraße handelt, sondern zeitgleich auch noch um die Umleitungsstrecke der A17, welche im Fall der Nutzung dann zusätzliche weitere 47.000 Fahrzeuge am Tag aufnehmen muss, ist dieser rot-rot-grüne Lösungsvorschlag einfach nur noch absurd. Sollte es wirklich mal dazu kommen, dass diese Umleitungsstrecke für mehrere Tage mal genutzt werden muss, wird sich dann der Autobahndurchgangsverkehr aufgrund der Einspurigkeit in der Zufahrt zum Tellischen Weg auf der Bergstraße direkt vor der Luftmessstation stauen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die sogenannte Deutsche Umwelthilfe die Stadt Dresden aufgrund überschrittener Luftschadstoffgrenzwerte verklagen wird und wir uns in Dresden auch noch mit solchen Themen wie Dieselfahrverbot oder Umweltzonen rumschlagen müssen. Insofern werden wir diesen Antrag der CDU in jedem Fall unterstützen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Entscheidung zum Zeichen Weg, zum Ausbau der Variante ist am 16.01.2016 gefallen und es sind keine neuen Fakten vorgetragen worden, keine belastbaren Argumente gekommen, die es notwendig machen, auch nach sorgfältiger Prüfung diesen Beschluss zu revidieren, hier eine Variantendiskussion anzufangen wie an der Königsbrücker Straße, wo gerade durch die rechte Seite des Stadtrates eine ursprüngliche Kompromissvariante um 11, 12, 13 Jahre verzögert worden ist. Ja, wir sind 2006 hat dieser Stadtrat im Prinzip eine Kompromissvariante gefasst. Sie ist 2009 durch die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orras zurückgezogen worden von der Planfeststellung. Anschließend hat es im Prinzip eine vierspurige Königsbrücker gegeben, die nicht genehmigungsfähig war. Dann gab es im Prinzip eine abgespeckte vierspurige und dann im Prinzip hat man sich unter Rot-Rot-Grün bei der Kompromissvariante 2006 wiedergefunden. Diese Variantendiskussion sollten wir uns wirklich am Zeichen Weg ersparen. Es ist der Dresdner Ingenieur Hans Klette gewesen, der lebte von 1847 bis 1909. Er ist der Schöpfer unserer Stadtentwässerung, nicht der Gebäude, die stammen von Hans Ellwein, sondern eben der Abwässerung, Abwasseranlage in allen ihren Facetten, der im Prinzip, ich kriege das Zitat nur sinngemäß zusammen, ich habe es mal irgendwie bei der Stadtentwässerung gehört, ingenieurtechnischer Erfolg ist, wenn man mit minimalen Mitteln ein optimales Ergebnis erzielt. Lassen Sie diesen Satz mal sacken, es ist nicht mit maximalen Mitteln ein maximales Ergebnis zu zielen, sondern mit minimalen ein optimales. Das ist das Gebot der Sparsamkeit, der Angemessenheit und auch im Prinzip dessen, was wir uns im Prinzip als Stadt leisten sollten. Der Zellische Weg ist einmal vierspurig gewesen, weil er war die Hauptstraße von Dresden nach Pirna, über die Donauische Straße. Inzwischen gibt es so etwas wie eine A17 im Prinzip, die diesen Verkehr im Wesentlichen abgenommen hat, eine vierspuriger Ausbau dieser Straße ist überhaupt nicht mehr notwendig. Also dort sagen sich ja im Prinzip Fuchs und Hase teilweise gute Nacht, wenn sie dort langkommen. Die zweite Fahrspur wird in der Regel genutzt, um im Prinzip mit überhöhter Geschwindigkeit diejenigen zu überholen, die vorschriftsmäßig sich an die innerstädtische Geschwindigkeit von 50 km/h halten. Sagen wir es mal, wie es ist. Das mag für viele ein Fun-Faktor sein, aber angemessen ist es nicht. Es ist im Prinzip einfach ordnungswidrig. Die verkehrstechnische Bemessung der Straße ist in Ordnung. Es ist nicht zu befürchten, dass der Verkehr ansteigt. Überhaupt ist der Anlass, den Zeichenweg umzubauen, eben im Stadtbahnprojekt,
dass es dort keinen Verkehrsstau gibt. Die Abbiegebeziehung, die Abbiegespuren werden uns erhalten bleiben. Das heißt, die Durchlässigkeit der Knoten bleibt gewährleistet. Da wird es keine Staus geben. Vielmehr haben wir ein gewaltiges, nicht mehr bewältigbares Kapazitätsproblem, was die Busse betrifft. Mit Bussen ist der Verkehr auf dem Zeichen Weg, der ÖPNV, zur Uni und von der Uni weg, auch innerhalb des Univiertels nicht mehr zu bewältigen. Deswegen eben die Lösung, wir brauchen eine viel leistungsfähige Straßenbahn. Die soll gebaut werden. Dieses verkehrstechnische Problem ist zu bewältigen und eine im Prinzip reine weg Ingenieur- oder verkehrsideologische Auseinandersetzung über 4 oder 2 Fahrspuren verzögert dieses Projekt und droht es zum Scheitern zu bringen. Deswegen werden wir diesem Antrag nicht zustimmen und bitten Sie auch, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Er ist unangemessen und wir wollen auch im Prinzip des Weiteren die Versiegelung der Stadt minimieren und müssen mit Grundstücksflächen vorsichtig sein. Also dieses im Prinzip überall nochmal was draufsetzen, überall nochmal das Maximum bringen. Sie haben es selber gesagt, Sie haben das beste Argument gegen diesen Antrag geliefert, die Winterbergstraße. Dort sind 4 Spuren, sind im Prinzip zu 2 geworden, ist ein Radweg angelegt worden. Der Verkehr ist nachweislich nicht zusammengebrochen, also lassen Sie es bitte uns am Zeichen Weg auch machen. Ich bin kein Verkehrsideologe. Wenn es dort den Anlass gäbe, dass die Zahlen nicht stimmen, dass diese Strecke nicht funktionieren würde, wird er der Letzte, der dem zustimmen würde, aber so ist es Panikmache. Der Zeiche Weg wird so gut funktionieren und mir ist nicht bekannt, dass irgendwo in Dona, irgendwo bei Pirna oder irgendwo anders in der Sächsischen Schweiz neben der Autobahn eine 4-spurige Ersatzstrecke gestellt wird, wenn dort mal 2 Autos querstellen. Entschuldigung, das ist Unsinn. Als Nächste die SPD-Fraktion, Herr Engel. Ja, ich bin ja mal ein bisschen verwundert über die Mär vom ewig steigenden und wachsenden Autoverkehr. 2003 hatten wir auf dem Zeischen Weg eine Verkehrsbelegung von 34.000 Fahrzeugen pro Tag, 2012 26.000, 2018 22.000. Ist jetzt nicht unbedingt ein positiver Trend, ist aber ja auch kein Selbstzweck, dass Straßen maximal gefüllt sind. Und ehrlicherweise ergibt sich dann auch keine Notwendigkeit mehr auf Biegen und Brechen an der am jetzigen Straßenquerschnitt mit seinen 4 Spuren tatsächlich auch festzuhalten. Und es ist ja nicht so, dass wir, dass sich damals Rot-Rot-Grün im Stadtrat diese Variante irgendwie selbst ausgedacht hat, sondern die wurden auch intensiv von Verkehrswissenschaftlern auch begleitet, der TU Dresden, also wirklich einer Institution, der wir, glaube ich, dahingehend auch vertrauen können, die uns ganz maßgeblich dort auch bestätigt haben, dass das funktioniert und dass das mit Blick auf die Flächensparsamkeit auch mit Abstand die beste Variante ist. So, und Herr Zastrow, dass Sie da eine andere Auffassung haben, das kann ich ja nachvollziehen, das ist auch Ihr Job. Das ist ja absolut in Ordnung. Was ich hingegen nicht so ganz verstehe ist, die CDU-Stadtratsfraktion hat jetzt vor, glaube ich, ein paar Tagen ein Papier rausgebracht. Und dort findet sich auch die Formulierung drin, dass man Straßen vor allem im Bestand weiterentwickeln oder sanieren möchte. Bestand meint meiner Auffassung nach in erster Linie immer, dass man den zur Verfügung stehenden Straßenraum, Straßenraum ist alles, was sich mehr oder weniger zwischen den anliegenden Nutzungen befindet, also nicht weiter ausdehnt. Das, was Sie hier gerade beantragen, ist das blanke Gegenteil. In beiden Varianten, sowohl in der Variante, die mal der Vorzug der Verwaltung war, weil dort greifen wir massiv in den Wall an der Slup ein, aber halt auch mit Ihrem jetzt vorliegenden Änderungsantrag, der massiv eine Nordverschiebung bedeuten würde. Und Sie wissen ganz genau, was das auch für Konsequenzen hat für die Gleistrassierung der Stadtbahn, für die Fernwärmetrasse dort, für den Grunderwerb und halt eben auch für das Bestandsgrün im nördlichen Bereich. Ich kann daher nicht nachvollziehen, dass Sie tatsächlich dieses tote Pferd hier weiter reiten, dass Sie hier weiter auf dieser Variante beharren. Die derzeitige Beschlusslage ist vernünftig, sie wird funktionieren und ich glaube ehrlicherweise, sie wird sowohl dem Autoverkehr Genüge tun, sie wird den ÖPNV ganz maßgeblich voranbringen, sie wird den Radverkehr Verbesserungen bringen und sie ist eben auch stadtteilverträglich und ich glaube, das sollte uns am Ende dazu bewegen, hier weiter bei der Beschlusslage des Rats zu bleiben. Vielen Dank. Soweit die Fraktionsrunde. Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Schulte-Wissermann, Frau Bischofberger.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Netz. Ich möchte die nächsten Sekunden und Minuten nutzen, auf einen Aspekt einzugehen, in den wir hier in Dresden faktisch nie beleuchten. Und mich wundert, dass wir es eigentlich nicht beleuchten. Verkehr, wir haben es jetzt gehört in vielen, vielen Reden, wird immer gedacht als ein Verkehr zwischen A und B oder A, B, C zurück nach A. Aber natürlich sind A, B und C Quellen und Ziele. Der Verkehr muss ja irgendwo herkommen und der Verkehr muss irgendwo anhalten. Und jeder Mensch, wenn er halt losgeht oder irgendwo ankommt, ist dann Fußgänger. Warum ist denn der Bus, die 61, so voll, wenn sie an der Slup vorbeifährt? Weil da die Slup ist. Weil da einfach viele, viele Menschen hinwollen und viele, viele Menschen da sozusagen wieder weg wollen. Und wir haben in Dresden wirklich, hier wird gelacht, wir haben überhaupt kein Verständnis, wir haben kein Herz, wir haben überhaupt keine Liebe für viele unserer Plätze. Denken wir an den Rewe an der Bautzener Straße. Was für ein Irrsinn. Ja, riesige Straße, ganz schmaler Fußweg, ich kann nirgendwo hin. Ist einfach ungemütlich. Wir haben einen Palaisplatz, der heißt Palaisplatz. Das ist eine historische Gesamtensemble mit der Straße und so. Wir haben dort eine riesige Straße irgendwann, zugegebenermaßen schon etwas her, aber durchgehauen. Wir reden ewig und drei Tage in Ortsteilzentren. Da, wo viele Leute wohnen, wo viele Leute hingehen, wo viele Leute einkaufen, dass wir dort unbedingt den Verkehr so schnell wie möglich da durchleiten müssen. So, das ist an der Kesselsdorfer so, das ist an der Königsbrücker so, das ist an ganz vielen Stellen so. Und Verkehr soll fließen, von mir aus auch schnell, wenn ich zwischen, sag ich mal, zwei Städten bin oder zwischen zwei Ortschaften oder zwischen zwei Orten, wo Platz ist. Aber da, wo die Menschen hinwollen oder wo sie herkommen, an den Quellen oder an den Zielen, da muss Platz sein. Und wenn wir jetzt, schon jetzt die Variante, die 2016 oder so beschlossen wurde, ist grotesk breit und hat grotesk schmale Radwege. Wenn wir sie jetzt noch breiter machen, ja, es geht rein rechnerisch auf, liebe CDU. Es geht einfach nicht auf. Der Platz ist einfach nicht für die Wünsche, wenn man da mathematisch addiert, einen Meter nach dem anderen drauf, das passt da nicht hin. Man muss entweder komplett an die Mensa ran oder der Wall muss halt weg und es ist sündhaft teuer, das ist vollkommen sinnlos. Das heißt also, ich bin in dem Fall beim Zellischen Weg dafür, so wie ich das 2016 auch schon gemacht habe, jetzt halt quasi diese Zweispur-Variante weiter zu forcieren, aber eigentlich müssten wir an der Stelle, es gibt noch eine dritte Variante, wir hätten eigentlich dort schmaler bauen müssen. Denn da, wo viele Menschen sind, da gehört einfach nicht viel Verkehr hin. Und wenn, dann muss der Verkehr langsamer werden und schmaler sozusagen auf weniger Platz. Oder, ich mache es mal noch mit einem Beispiel, versuchen Sie mal vier- oder sechsspurige Straßen irgendwo durch Striesen durchzubauen. Da sehe ich hier genügend Leute, die sagen, ah nee, da habe ich jetzt keine Lust zu, das ist mir aber zu blöd. So, aber wenn es dann natürlich irgendwie der Zellische Weg ist, wo ja nur jeden Tag zigtausend Studenten hingehen und nicht wissen, wo sie ihr Fahrrad parken oder wo sie sich hinsetzen sollen, da geht das dann natürlich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das geht heute gut aus und entdecken Sie bitte Ihr Herz für Plätze und für die Aufenthaltsqualität und für das Leben der Menschen in Dresden. Dankeschön. Als nächste Rednerin Frau Bischof-Berger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Antragsteller und Antragstellerinnen. Ich wollte Sie nur kurz erinnern, dass es eine Petition gab, und zwar aufgrund dieses Antrages. Und diese Petition hat 5.355 Unterschriften. Es wäre schön, wenn Sie mir zuhören würden. Das war nämlich eine Petition auf dresden.de, die in den letzten 6 Jahren gab es keine Petition, die mehr Unterschriften hatten als diese Petition. Und diese Petition richtet sich ausdrücklich gegen Ihren Antrag und erwartet, würden Sie mich bitte ausreden lassen? Und die Petenten erwarten, dass der Vorlage der Verwaltung gefolgt wird. Und ich möchte,
Und ich möchte Ihnen jetzt auch noch vorlesen, wer alles unterschrieben hat bei der Petition. Und liebe Gäste im Livestream, liebe Petenten, ich hoffe, Sie hören das jetzt gerade, was hier läuft. Und zwar, lieber Rektor der TU Dresden, lieber Studentenrat, liebe alle sehr geehrte Mitarbeiter der Fakultäten, der Institute, sehr geehrte Mitarbeiterinnen der Landes- und Universitätsbibliothek, allen Ihnen, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und hoffe auf Einsicht bei den Antragstellerinnen. Ich hätte jetzt da einen Redner, Herr Böhm. Ich frage, ob wir das als Schlusswort dann machen könnten. Dann würde ich noch ganz kurz Herrn Schmidt-Lamontaine beantworten lassen, die Frage, und würde Sie dann das Schlusswort machen lassen. Ist okay? Bitte, Herr Kollege. Sehr gerne. Ich wollte nur sozusagen noch ein paar Sachen, die gesagt wurden, aufgreifen bzw. beantworten. Das ist richtig, wir haben ja intensiv im Ausschuss darüber diskutiert. Es ist so, dass wir dort bei der Pkw-Belastung sowohl im Ist-Bestand als auch in der Prognose uns um die 20.000 Pkw bewegen. Das reicht sozusagen nach den oberflächlichen Berechnungen mal aus für eine Spur. Was dort vorgesehen ist, ist eine 5,50 Meter breite, überbreite Richtungsfahrbahn. Das heißt auch, das Nebeneinanderfahren von zwei Pkw ist möglich. Also ein klassischer Mittelklasse-Pkw ist 1,80 Meter breit, selbst eine große S-Klasse nur so um die 1,90 Meter. Also können zwei Pkws bequem nebeneinander fahren. Auch ein Überholvorgang eines LKWs funktioniert in der Regel, 2,45 breite, maximal 2,55, wenn es ein Sattelschlepper ist. Da wird es dann schon ein bisschen enger. Zwei LKWs können nicht nebeneinander fahren. So ist die Sachlage. Wir haben allerdings an den Knotenpunkten, das sind tatsächlich die Stellen, wo es eng wird, immer im Durchlass, weiterhin die Zweispurigkeit. Insofern haben wir das ja uns damals auch sehr intensiv angeguckt. Die Leistungsklasse der Straße fällt dadurch, dass wir auf überbreite Fahrspuren runtergehen, nicht. Was würde es bedeuten, wenn wir die Planung nochmal aufgreifen? Und das ist ja das, so ein bisschen das Dilemma. Es geht ja nicht nur um die Vierspurigkeit, sondern es geht ja auch darum, dass Sie gesagt haben, durch eigentlich doch ein besseres Angebot für Radfahrer und Fußgänger haben. Das heißt, Sie würden die Breite noch, die Spurbreite noch breiter machen als diese Variante 4, die damals vorgeschlagen war. Um 3,50 Meter auf insgesamt 39 Meter. Und wenn man dann den Slupwall nicht anfassen will, muss man tatsächlich eine sehr große Verschiebung der Gesamtfahrbahn vornehmen, was dann wieder erhebliche Eingriffe in ein Grundstück bedeutet. Und auch die Gleistrassierung müsste neu gemacht werden. Fernwärmekanäle müssten neu projektiert werden, sodass wir tatsächlich mit einer mindestens zweijährigen Planungsverzögerung rechnen müssen. Das muss man einfach wissen. Wir müssten die Planer, die wir gebunden haben für die weiteren Leistungsphasen jetzt in der Durcharbeitung auch neu beauftragen. Also da hängen tatsächlich einige Dinge dran, die dazu führen würden, dass wir erhebliche Kostensteigerung hätten und tatsächlich auch einen erheblichen Zeitverzug. Insofern sagt die Verwaltung, wir können mit dem Beschluss von damals sehr gut umgehen. Herr Zastrow, den Fahrradweg, wo ich mit meinem Lastenrad ein anderes Lastenrad überholen kann, zeigen Sie mir bei Zeiten mal, aber ich prognostiziere. Wir können auch gerne mal einen gemeinsam bauen, aber ich sag mal, der wird immer noch schlanker sein als die überbreite Fahrspur, die wir da bauen. So, jetzt zum Schlusswort, Herr Böhm. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Verkehrszahlen. Ich komme dann noch mal in meiner Rede kurz dazu, aber das ist jetzt doch ein Thema, was mich ein bisschen annervt. Wir reden davon, dass wir die Innenstadt entlasten wollen. Holger Zastrow hat es gesagt, bei mir wird es gleich auch noch mal kommen. Wir haben in der Diskussion des Antrags jetzt darum gebeten, intensiven Verkehrsversuch zu machen oder zumindest ein paar Zahlen zu bringen, was passiert, wenn wir im Innenstadtbereich, was ja auch angedacht ist, den Verkehr ein Stück rausnehmen. Wie tut sich das auf die Tangenten auswirken? Da ist nichts gekommen. Also insoweit mögen die Verkehrsprognosen zwar so richtig sein, wenn man den Verkehr so lässt, aber was passiert, wenn man im 26er Ring
oder vielleicht durch den Durchgangsverkehr in der Innenstadt ein Stück rausnehmen soll, will, wo soll der Verkehr lang gehen? Okay, warum wollen wir die Vierspurigkeit auch zukünftig erhalten? Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir mehr Verkehr aus den Quartieren, aus der Innenstadt rausnehmen wollen, um dort Aufenthaltsqualität zu gewinnen, bedarf es leistungsfähiger Trassen und Tangenten. Der Zellsche Weg ist so eine Tangente, die wir dazu brauchen. Wenn wir über autonomes Fahren, Ökospuren oder andere Mobilitätsformen sprechen, da braucht es sicherlich mehrere Fahrspuren, um solche Dinge zu versuchen. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal das Thema, was passiert, wenn doch die Busse, die ja wohl weiterhin fahren werden, sie werden nicht ganz wegfallen. Da sind auch in dieser Planung jetzt keine Busbuchten vorgesehen. Das heißt, die Busse werden dann irgendwo auf der überbreiten Fahrbahn halten. Das wird auch zu Problemen führen. Okay, jetzt nochmal zur Genese. Als zum Ende der letzten Stadtratsperiode die Mehrheiten im Rat sich verändert hatten, gab es zu unserem Antrag noch intensive fachliche Diskussionen. Nach der Kommunalwahl hat die Verwaltung auf andere Mehrheiten gesetzt und die Planung zum zweispurigen Ausbau vorangetrieben. Wie gesagt, wir hatten im Vorfeld der Befassung den Bürgermeister um Auskünfte gebeten, was ergibt sich bei den Verkehrsverlagerungen, was kann da passieren. Gekommen ist da nichts. Ohne große fachliche Diskussion kommt es bei der letzten Befassung zu der bekanntermaßen ablehnenden Beschlussempfehlung. Und nun noch einmal für alle Stadträte, die Presse, den Oberbürgermeister, den ADFC, die Studenten und die SLUB-Verwaltung. Nach unserer Meinung liegt hier ein rein ideologischer Konflikt pro oder contra MIV oder pro oder contra Autofahrer vor. Denn offensichtlich sind Teile von RGR der Meinung, dass zukünftig der Autoverkehr zurückzudrängen, zu verlangsamen und zu beschränken sei. Diese Auffassung teilen wir nicht. Denn unser Vorschlag berücksichtigt absolut die Belange der SLUB, der Radfahrer, der Fußgänger und das deutlich mehr als die damalige Vorzugsvariante der Verwaltung. Es wird Stellen in dieser Stadt geben, da werden wir eine Neuaufteilung des Verkehrsraums zulasten des MIVs nicht vermeiden können. Aber an dieser Stelle ist es, weiß Gott, nicht notwendig. Der Antrag wurde vom OB aufgrund Nichtrealisierbarkeit der Baumumsetzung im Änderungsantrag der Bürgerfraktion am Ende der letzten Legislatur zurückverwiesen und vor der Sommerpause vor der Tagesordnung genommen. Insoweit sind die Verzögerungen bis heute nicht von uns zu vertreten. In den Ausschussberatungen wurde weder eine besondere Dringlichkeit der Verwaltung damals noch von den Verkehrsbetrieben immense Umplanungskosten thematisiert. Was unlängst von Seiten der Verkehrsbetriebe thematisiert wurde, ist so nicht zutreffend. Und wenn es um Belange von Rot-Rot-Grün geht, spielen Verzögerungen und Mehrkosten keine Rolle. Beste Beispiele sind dafür die Königsbrücker Straße. Da liegen nicht nur die Aktien bei uns, sondern da gibt es auch bei RGR genug Verzögerungen und ganz aktuell die Diskussion zur Zwickauer Straße. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Sie haben unlängst geäußert, dass diese Stadt leistungsfähige Tangenten braucht und dass Sie keine zweite Königsbrücker Straße möchten. Insoweit ist es unverständlich, dass Sie sich im Vorfeld für die von RGR und auch von der Verwaltung nun beschlossene Variante und nicht für die durch uns modifizierte vierspurige Variante ausgesprochen haben. Überdenken Sie bitte Ihr Abstimmungsverhalten. Ich lade Sie und alle Stadträte herzlich ein, mit uns gemeinsam hier und heute für einen vierspurigen Erhalt des Zeichenwegs zu stimmen. Wichtig noch einmal, Beschlussempfehlung ablehnen und dann unseren gemeinsamen Antrag mit der FDP einschließlich unserer Ergänzung vom 23. Mai letzten Jahres zustimmen. Danke. So, damit wäre die Debatte beendet und wir kämen zur Abstimmung. Wie gesagt, wir haben einen ablehnenden Ausschussbericht. Wer dem eben zustimmt, lehnt den Antrag ab. Sollte der eben das Negativvotum, das wir dafür einen Ausschussbericht ist, keine positive Votierung bekommen, würden wir dann wieder über den Originalantrag abstimmen und erst dann käme der Ergänzungsantrag der CDU zum Tragen, soweit zum Abstimmungsverfahren. So, wer den ablehnenden Ausschussbericht annehmen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der abgelehnt. Hat
Damit wird jetzt zunächst erstmal über den Ergänzungsantrag zum Originalantrag abgestimmt, den die CDU eingereicht hat. Der liegt hier, 23. Mai überschrieben. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Wer auch abgelehnt. Und jetzt stimmen wir über den Originalantrag ab. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Das Ergebnis ist dasselbe, 35 zu 35, wer damit auch abgelehnt.